Hallo Sandra. Hi Raute. Wir haben uns hier heute getroffen am Müggelsee, bei bestem Wetter natürlich, um über ein Projekt zu sprechen, für das wir beide entflammt sind. Wir haben uns vor einiger Zeit kennengelernt und ins Gespräch gekommen. Dann hattest du ja, mich so angeteased, hattest so eine Idee. Geht da um Frauenprojekte und darum, wie man mit diesen Projekten, diese Welt und diesen Wandel, in der wir gerade leben, menschlicher gestalten kann. Erzähl mal, wie bist du darauf gekommen oder wie war der Ursprung von dieser Idee? Ja, ich versuche, eine lange Geschichte so ein bisschen in die Kürze zu bringen. Ich arbeite als Heilpraktikerin und arbeite viele Jahre schon mit jungen Familien zusammen. Vor allem sitzen natürlich die Mütter bei mir in der Praxis, selten die Väter, die mit ihren Kindern zu mir kommen. Und ich habe viel mit verhaltensauffälligen Kindern. Ich sage auch gerne unangepasste Kinder dazu. Ich mag sie sehr gerne. Und gearbeitet. Und da ist mir irgendwann aufgefallen, dass die Arbeit sich gar nicht so auf die Kinder konzentrieren sollte, sondern eher auf die Mütter oder die Eltern. Wie kommst du dazu? Ich meine, es kommt zu dir ja eher die Kinder, die Probleme haben, sagen wir mal. Und dann ergibt sich das so, dass du im Laufe der Zeit dich mehr um die Mütter kümmerst? So ist das? Genau. Genau, weil ich einfach gemerkt habe, dass, also vielleicht so rum, ich habe einen anderen Blick auf die Kinder. Also, wenn zu mir ein Kind kommt, wo mir vorher erzählt wird, dass das kleine Rebellen sind oder kleine Räubertöchter, dann fühle ich halt sofort eine Anziehung. Also ich habe sofort das Gefühl, ich bin auf den ihrer Seite. Und zwar, weil ich einfach merke, dass dieses System, wie wir mit Kindern umgehen, nicht gut für Kinder ist. Und dass Kinder, die in der Lage sind, dagegen zu rebellieren, einen unglaublich starken Charakter haben und den größten Respekt verdienen. Und dass es so wichtig ist, diese Kinder zu unterstützen in ihrem Werdungsprozess, weil ich einfach ganz fest schon damals daran glaubte, dass wir diese Menschen brauchen, die einfach mal Nein sagen können. Also jetzt auch in Zukunft brauchen. Genau, das war mir vor vielen Jahren, hatte ich schon so dieses Gefühl, wir werden irgendwann diese Menschen brauchen, die in der Lage sind, Nein zu sagen. Hast du denn die Erfahrung gemacht, dass sich diese Art von Kindern, dass sie sich vermehren? Gibt es mehr von diesen Kindern? Also meine Frage geht jetzt dahin, wir leben in einem Wandel. Ja. Und wir spüren ja gerade im Moment, wie zwingend notwendig ein Wandel ist. Könnte das bedeuten, dass da bereits schon irgendwie eine Vorbereitung stattgefunden hat, indem eben ganz besondere Kinder vermehrt geboren wurden? Das ist natürlich eine totale Mutmaßung, keine Ahnung. Und klar hat sich das bei mir in der Praxis konzentriert, weil ich einer der wenigen bin, die sich speziell mit diesem Thema befasst hat. Deshalb ist es natürlich auch so eine Art von, sage ich mal, Wunschgedanken, dass es halt vielleicht so gewesen sein mag, dass es da so eine Art von Vorbereitung gab, keine Ahnung. Der Grundgedanke ist, ich hatte halt einfach ein gutes Gefühl für diese Kinder und habe mich so als Anwältin dieser Kinder auch gesehen, also als jemand, der für sie halt auch kämpft. Und was ich eben gemerkt habe, ist, wenn ich diese Haltung, die ich habe, transportieren konnte und der Mama halt diese Perspektive ein bisschen vermitteln konnte, was sie eigentlich für einen Schatz zu Hause haben, was das für ein besonderes Kind ist. Und wenn sich diese Perspektive dann gewandelt hat von ich möchte mein Kind irgendwie passend machen für diese Gesellschaft, hinzu, ich mache einfach die Gesellschaft ein bisschen passend für mein Kind. Wenn diese Perspektive sich gewandelt hat, dann war wirklich innerhalb kürzester Zeit eine absolute Verwandlung des Kindes zu sehen. Und es sind sehr emotionale Momente, die dann entstehen in der Praxis, weil auch bei der Mutter dann viel klar wird. Da kommt wieder dieses zurück zu meinem Muttergefühl. Klar, ich bin die Mutter, natürlich. Ich stelle mich vor mein Kind. Ich mache alles, damit mein Kind gut werden kann, also gut sich entwickeln kann, so frei wie es eben geht. Und versuche natürlich nicht, irgendwie meine moralischen Interessen oder die moralischen Interessen anderer Menschen auf mein Kind zu drücken. Sobald das passiert ist, da passieren wirklich Wunder. Und deshalb bin ich auch so hoffnungsvoll, weil ich einfach glaube, dass wenn wir eine Art von Perspektivwechsel hinbekommen, können wir ganz viel erreichen. Egal, ob es für unsere Erde ist, für unser Klima ist oder auch natürlich in unserem gesellschaftlichen Zusammensein.
Und da ist bei mir eben die prägnante Rolle in diesem ganzen Konstrukt, nehmen halt für mich in meiner Wahrnehmung und meiner Perspektive die Frauen ein. Und da kommt halt auch so, da ist dieser Samen gesetzt worden für das, was jetzt entstanden ist. Und genau, diese Beobachtung habe ich jahrelang gemacht, habe dann viele Frauen unterstützt. Und was wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren gesehen haben, ist das, was ich da einzeln erlebt habe, plötzlich auf kollektiver Ebene passiert. Das heißt, wir haben plötzlich ganz, ganz viele Frauen, die irgendwie ihr Kind passend machen möchten, damit sie ja unauffällig durch diese Zeit kommen, die für Kinder natürlich mega schwierig ist, weil sie ja völlig fernab ihrer eigenen Bedürfnisse gerade leben müssen. Und kleinste Auffälligkeiten schon geahndet werden. Und so versuchen Mütter jetzt irgendwie durch diese Zeit zu kommen und ihre Kinder so hinzuschleifen, dass sie das irgendwie mitmachen. Oder sie gehen ins absolute Drama, dass sie sagen, ich mache da auf keinen Fall mit, was auch wiederum nicht gut ist für die Kinder. Also es gilt da wieder ein Gefühl zu kriegen, ein richtiges Muttergefühl zu kriegen und zu schauen, was braucht denn eigentlich mein Kind individuell für diese Situation. Und Kinder kommen ja mit vielen Situationen total gut klar. Aber was ich erlebe eben ist, dass die Frauen in dieser Situation wahnsinnig leiden. Und vor allen Dingen die jungen Frauen. Ja. Und das hat mich sehr berührt in den letzten anderthalb Jahren. Ich habe das sehr schnell gesehen können, wie wirklich die jungen Frauen und die Mädchen schon abbauen, wie viel in die Depressionen gehen, wie viel in diese destruktiven Verhaltensweisen, also selber sich verletzen, Magersucht, Bulimie, diese ganzen Geschichten. Und dann kam Anfang des Jahres eine sehr interessante Studie aus den USA, wo tatsächlich belegt worden ist, dass die jungen Mädchen im Vergleich zum letzten Jahr einen Anstieg von 60% bei den Suizidversuchen gab. 60%? 60%, richtig heftig, zumal bei den jungen Männern in der gleichen Altersklasse nur 2%. Anstieg. Anstieg von Suizidversuchen in den letzten Jahr, also ne, von 21 zu 20. Und das war so, also es hat sich natürlich genau bewahrheitet, was ich auch wahrgenommen habe. Und dann war für mich überhaupt nicht, also ich habe es überhaupt nicht verstehen können, warum das weder in den öffentlichen Medien Anklang gefunden hat, noch in den alternativen Medien. Es ist einfach durchgelaufen. Hast du das Gefühl, dass das Thema Frauen oder das Thema, wie Frauen in dieser Situation leiden, einfach untergeht? Total. Es ist schon immer, es ist natürlich auch wie alles andere, ist jetzt Corona für uns halt nur ein Brennglas. Also das ist ja etwas, was halt, diese Entwicklung haben wir einfach schon viele, viele Jahre beobachten können. Das Thema Frau ist in unserer Gesellschaft ein ganz schwieriges Thema. Ja. Es ist von ganz vielen Seiten, ob politisch oder nicht politisch, ob moralisch, schwierig besetzt. Man kann sehr schwer offen darüber sprechen, ohne halt gleich in irgendeiner Richtung geframed zu werden. Ja. Und ich habe das Gefühl auch, dass Frauen immer mehr so diesen Zugang zu ihrem eigenen, zu ihrem eigenen Quellbewusstsein, ist vielleicht das richtige Wort, dass sie diesen Zugang dazu verlieren. Und ich erlebe Frauen, die nur noch reagieren. Also dieses Objekt-Subjekt, da gibt es halt nur noch diese objektive Haltung, ich bin nur noch da. Und reagiere auf alles, was mir von außen herangetragen wird und versuche dann natürlich moralisch total richtig zu reagieren. Nur das Problem ist, dass dieses moralische richtig zu reagieren mittlerweile so eng gefasst ist, dieser Rahmen, dass es ganz, also ich bin ja praktisch schon in so einer ganz krampfhaften Stellung, um ja nichts irgendwie falsch zu machen, um nicht irgendwie aus diesem Rahmen rauszufallen. Und dann wird es eben schwierig, auch noch das eigene Bedürfnis irgendwie zu stillen. Also da gibt es auch gar keinen Zugang mehr so richtig. Würdest du sagen, dass dieser Rahmen, den du gerade beschrieben hast, sagen wir mal, vor 20 Jahren noch weiter gesteckt war? Dass der immer enger geworden ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich daran erinnern, als ich selber in diesem Frauwerdungsprozess war, das ist ja tatsächlich schon ein bisschen länger als 20 Jahre her, da war noch viel mehr möglich. Ja. Also auch egal, ob politisch oder ob ich auch mich ausprobieren konnte, natürlich auch in meiner sexuellen Freiheit. Es war noch viel mehr möglich, da auch meine eigenen Grenzen testen zu können. Also wie weit kann ich dann eigentlich als Frau gehen? Ja, wann ist dann eigentlich so der Moment, wo ich vielleicht auch mal lernen muss, Nein zu sagen? Ja, also dieses Lernen auf eine undramatische Weise, klar Nein sagen zu können. Dazu braucht es Irrwege. Und dazu braucht es Situationen, die vielleicht gefährlich werden könnten.
Da entwickle ich doch so ein Gespür von so, aha, okay, da ist also der Punkt, wo es gefährlich wird. Also damit sollte ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Da gilt es vielleicht das nächste Mal früher Nein zu sagen. Und deswegen habe ich heutzutage das Problem, weil die Mädchen und die jungen Frauen das eben nicht mehr ausprobieren können, dass es entweder gar kein Nein mehr gibt, also man macht irgendwie alles mit, ja, weil die Grenzen zieht hoffentlich jemand anders. Mhm. Oder ich habe halt so dieses sehr dramatische Nein, wo dann viel mit Tränen und Drama und wo dann jeder schon sagt so, oh nee, die Frauen jetzt wieder, jetzt fangen die wieder mit ihrem Drama an. Ja? Also dieses Dazwischen, also dieses rechtzeitige, aber doch klare, standhafte Nein, das ist schwierig geworden. Und das fällt uns jetzt natürlich total vor die Füße. Mir fällt auch auf, dass der Diskussionsraum zum Thema Frau, Frau sein, Emanzipation, welche Rolle haben wir in der Gesellschaft, hat sich total verengt. Eigentlich ist es kaum mehr möglich. Man ist sofort in irgendeine Ecke geframed und das hat sich so in meiner Erfahrung nach so entwickelt, dass lieber gar nicht darüber gesprochen wird. Mhm. Die Männer sind halt froh, wenn sie ihre Ruhe haben und die Frauen reden lieber gar nicht mehr darüber, weil sie sonst auf eine Art und Weise angesehen werden, dass sie sich entscheiden, doch lieber still zu sein. Mhm. Das war eben, als ich jung war, ganz anders. Wenn man dann sich mit dem Thema Frauen beschäftigte, dann hatte man gleich eine ganze Hut hinter sich und ganz viele Männer, auch die vielleicht auch einfach nur wollten, dass wir mit ihnen ins Bett gehen, kann ja auch sein. Aber immerhin gab es Diskussionen. Ja. Nicht? Und das ist jetzt ganz, also auf eine dramatische Art und Weise, finde ich, hat sich das verändert. Das erlebst du jetzt, ich arbeite ja nicht mit Kindern, aber das erlebst du jetzt mit den Müttern und Kindern genauso. Na klar, auf jeden Fall. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass es zwischen Müttern und Kindern eben nochmal eine ganz besondere Beziehung gibt. Mhm. Das heißt, alles, was mit den Frauen passiert, passiert gleichzeitig mit den Kindern. Es hängt ja unmittelbar zusammen. Und natürlich passiert es auch gleichzeitig mit den Männern. Also letztendlich glaube ich auch gerade das Thema Emanzipation ist aus meiner Sicht, in meinem Weltbild, hat das jetzt solche Auswüchse bekommen, wo ich einfach merke, Leute, es ist ein Irrweg. Ja. Ihr konntet den probieren, es ist gut, aber es wäre schön jetzt zu erkennen, dass es ein Irrweg ist. Und wieder zurückzukommen. Genau, weil es geht letztendlich ja darum, nicht Männer doof zu finden oder jetzt Männer in ihren Bedürfnissen zu beschneiden, sondern es geht wirklich darum, wieder auf eine liebevolle Art und Weise einem Mann begegnen zu können. Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Ja. Und letztendlich, wenn wir diesen Wandel zu einer menschlichen Welt möchten, dann geht es weder nur als Mann, wie es jetzt halt zumindest in der Öffentlichkeit stattfindet. Und es geht auch nicht nur als Frau. Mhm. Ja, also diese Idee ist für mich auch ein Irrweg, sondern es geht halt einfach zusammen. Und ich glaube aber, dass es der erste Schritt jetzt wäre, eben die Frauen wieder in ihre Kraft zu bekommen und auch an ihre Kompetenzen zu erinnern. Ja. Also ich sehe das eben so, dass die vier Frauen halt sehr stark an die Natur, an den natürlichen Zyklus gebunden sind, ja. Und wenn wir da wieder zurückkommen, dann können wir so viel schaffen. Bringen wir so viel Kompetenz mit in die Welt. Und die Frauen wieder daran zu erinnern, was sie für einen unglaublichen Schatz in sich tragen, das ist, glaube ich, die Essenz von diesem Projekt oder der Wunsch, den ich an dieses Projekt habe, ist da wieder dem Ganzen wieder Raum zu gehen, das alles auch mal wieder auf eine Plattform zu bekommen, wo andere Frauen das auch sehen, weil es findet medial nicht statt. Nein. Und ja, auch immer, was die Frauen mit diesen Samen, den wir damit setzen, auch machen. Ja, ob sie dann weitergehen, ihren Weg alleine finden, ob sie sich für andere Sachen interessieren, ob sie einfach nur daran erinnert werden und wieder in ihren alten Alltag gehen, was auch immer sie damit machen, ist ja eh ihre Sache, darauf haben wir keinen Einfluss. Mhm. Aber zumindest wieder eine Erinnerung in den Raum stellen und dann wirken lassen. Du hast jetzt das Wort Projekt zweimal benutzt. Ja. Wollen wir dann mal über unsere Idee reden? Also mich hat das sehr entflammt. Ich glaube, dass wir beide von unterschiedlichen Seiten auf das Thema schauen und drauf zugehen. Das kann auch ganz attraktiv sein. Mich hat das ja entflammt, dass du eben sagtest, ja, Projekte, also nicht nur, wo einfach nur Frauen, die einfach nur von Frauen geleitet werden, sondern wo es auch darum geht, weil dann könnte man ja auch irgendwie eine Automechanikerwerkstatt nehmen, sondern wo es darum geht, wirklich mit den Blüten, die aus unseren Wurzeln entstehen, Projekte zu schaffen, die die Welt wirklich menschlicher machen. Mhm.
Also für alle. Für die Männer, für die Kinder, für die Blumen, für die Tiere. Also für alle menschlicher machen. Mhm. Weil das ist so, das denke ich, ist auch eine unserer Kompetenzen. Mhm. Also Männer haben natürlich ganz andere Kompetenzen. Und finde ich auch, das wollte ich auch gerne nochmal sagen, auch Männer haben in den letzten 30 Jahren ihre Wurzeln abgekappt bekommen. Mhm. Und ich finde es gut, wenn es auch für Männer solche Projekte gäbe. Mhm. Vielleicht machen wir die mal. Aber ich will nochmal deutlich machen, das geht hier jetzt nicht darum, gegen jemanden was zu machen, oder, sondern das ist, geht jetzt halt um, um das Thema, mit dem du dich eben beschäftigt hast und mit dem ich mich seit über 40 Jahren beschäftige, Frauen. Genau. Und ich glaube, über die Heilung der Frau geht es auch in die Heilung der Männer. Mhm. Also das ist für mich ein, so ein Zusammenspiel. Ja? Ich stelle mal so eine ganz spirituelle Sichtweise da einfach in den Raum, weil die mich sehr berührt, wenn ich darüber rede. Wenn wir einfach diesen Prozess der Vereinigung zwischen Mann und Frau uns mal anschauen, dann geht es ja darum, dass die Frau sozusagen sich öffnet und den Mann einlädt, sozusagen in sie einzudringen und damit den Kontakt in diesen natürlichen Kreislauf bekommt. Also diese Verbindung von Mann und Frau in diesem, in dieser spirituellen, sexuellen Ebene ist eben etwas sehr, es gibt kaum ein Wort dafür. Es ist halt so eine wahnsinnige Tiefe, die auch kaum noch abgebildet wird. Ja? Es ist halt so ein bisschen was auch aus dieser ganzen Tantra-Geschichte, ne? Wo es wirklich um diese Vereinigung von Mann und Frau, also nicht um diese Lustbefriedigung an sich geht, sondern wirklich um diese tiefe Vereinigung auf sehr spiritueller, heiliger Ebene. Genau, und das bedarf ja eines absoluten Vertrauens dieser Frau, der Frau, und diesem absoluten Gefühl von Sicherheit, weil, wenn wir es mal übertragen sehen, es ist ja quasi immer ein Angriff in den Körper. Und das, also eine normale, natürliche Reaktion einer Frau müsste sagen, nein. So, das heißt, und dass dennoch all diese vielen Kinder entstehen und all diese wunderbaren Nächte stattfinden, liegt dann ja daran, also dass wir eben ein ganz tiefes Vertrauen zu dieser Person haben müssen und uns da sicher fühlen müssen. Und das ist meine Erfahrung gerade, dass diese, finde ich, notwendige Präambel, um überhaupt zu diesem Akt zu kommen, gar nicht mehr stattfindet. Also es ist ganz verloren, ganz viel verloren gegangen bei den jungen Menschen. Genau. Es wird jetzt gemacht, keine Ahnung, Porno gucken oder, und dann glauben sie, so läuft es. Und das macht mir ganz große Sorgen, also für Frauen, für Mädchen. Das ist natürlich auch eine schöne Seite. Also danke, lieber Gott, dass wir auch Spaß haben daran. Dass, oder wer auch immer dafür zuständig ist, dass wir auch Spaß haben an der Fortpflanzung. Das ist ja ein ganz tolles Geschenk, was wir auch bekommen haben. Also es darf natürlich auch mal anders geschehen, aber es ist eben diese heilige Idee dabei, eben auch mal im Hinterkopf zu haben und das auch mal zuzulassen. Und da gebe ich dir total recht, das hat was mit Vertrauen und mit Einladung. Ich lade den Mann ein. Mhm. Also es ist eine Einladung. Und wenn man das mal übergeordnet sieht, geht es eben auch in diesem Wandel darum, den Mann mit einzuladen, auf diesen Weg in die Menschlichkeit zu kommen und auch den Mann dadurch die Unsicherheit auch zu nehmen. Weil das, was du auch sagst, ne, dass Männer eben auch sehr unsicher sind, weil sie gar nicht mehr so richtig wissen, was dürfen sie eigentlich? Was ist jetzt schon irgendwie gefährlich? Wo begebe ich mich vielleicht jetzt auch schon auf einen komischen Weg? Wenn ich länger als so und so lange eine Frau angucke, bin ich dann schon schwierig? Darf ich noch auf die Brüste gucken? Oder ne, ist das halt schon irgendwie nicht gewollt? Und da gibt es ja auch unheimlich viel Unsicherheit. Und auch diese Unsicherheit können wir natürlich als Frau, die da wieder zurück in ihren natürlichen Prozess kommt, natürlich nehmen. Also nichts, also für mich ist nichts schöner als eine Frau, die in dieser Natur eingebettet ist und mit ihrem, mit allem, was sie hat, einfach da ist und sich zeigt mit ihrer Stärke und den Mann halt die richtigen Signale gibt, um ihn einzuladen, und sie halt einfach einen richtig guten Austausch auf allen Ebenen haben. Jetzt haben wir das ja, das Projekt, hat das eigentlich schon einen Namen? Ja, ich glaube, wir sind immer noch so ein bisschen auf der Suche, wobei dieses weibliche Vision, was wir jetzt kürzlich besprochen haben, das finde ich schon ziemlich gut. Weibliche Vision, eine Forschungsreise. Genau, bei der Forschungsreise, da hake ich nochmal ein. Also das Projekt ist ja nicht einfach nur, wir beide sitzen hier und erzählen uns über unsere Erfahrungen. Ich vermute, wir sind zwei Generationen, ne? Also über zwei Generationen Frauenleben, sondern es ist ja eine Forschungsreise. Da stecken ja verschiedene Dinge drin. Es ist ja einmal eine Reise, das heißt, wir wissen auch nicht, wie es endet. Ja. Wir wissen auch nicht, was wir erleben. So, wir reisen, das bildet. Und dann ist es nicht einfach nur so, um, keine Ahnung, auf dem Deck einen Kaffee zu trinken, sondern es ist eine Forschungsreise. Ja. Wir wollen etwas rausfinden.
Wir wollen, nicht? Wir wollen was erfahren. Was wollen wir denn rausfinden? Na, wir wollen rausfinden, wie wir diesen Wandel in diese Welt, die wir uns vorstellen, in diese vielfältige Welt, wo wir einfach wertschätzend miteinander umgehen, wo wir auch natürlich die Erde retten. Also es hat ja auch was, dieses, von dem wir jetzt gerade sprechen, hat ja auch was Klimapolitisches. Also wir mit dieser Verbindung mit der Natur schaffen wir es natürlich auch, dass wir Menschen uns wieder viel mehr um unsere Natur kümmern. Ja, also es ist ja so ein ganz, ganz, ganzheitliches Projekt im Grunde. Ja. Es geht im Grunde, wir brauchen ja nicht tiefstapeln, um Weltenrettung. Natürlich. Wenn man es mal ganz genau nimmt. Warum sollen wir tiefstapeln? Wir retten die Welt. Genau. Wir befinden uns ja gerade, man merkt es ja, wir befinden uns gerade auf diesem Scheideweg und es geht wirklich ums Ganze. Und da braucht man, da können wir ruhig offen drüber reden. Mhm. Und was wir jetzt machen wollen, ist einfach mit Frauen, die sich vielleicht schon länger damit auseinandersetzen, die schon länger auf diesem Weg sind, zu schauen, wie geht eigentlich anders Gesellschaft? Ohne halt diesem ständigen Wachstum, den Raubbau an der Natur, den Tierquälereien, den vielen Menschen, die wir opfern, den vielen Kriegen. Wie geht das? Wie können wir das schaffen? Und da gibt es ganz, ganz viele wundervolle Frauen, die da seit kurzem oder schon seit vielen Jahren schon auf dem Weg sind und tolle Projekte in die Welt gebracht haben. Und die wollen wir besuchen. Ah. Und wollen sie halt, wollen mit ihnen auch uns austauschen und sie beobachten bei dem, was beobachten sie tun und lernen. Und ihre Ideen natürlich auch, wenn wir erzählen jetzt was und dann kommt da wieder was von ihnen mit rein, was sie vielleicht schon erforscht haben. Okay, und dann gibt es bei uns wieder auch einen Prozess. Deshalb ist es eben auch eine Reise, weil wir wissen natürlich, das fertig, wir wissen nicht den perfekten Weg in den menschlichen Wandel. Ja, also es gibt jeden Tag vielleicht wieder einen neuen Impuls. Und natürlich ist es toll, wenn wir dann Frauen treffen, die genauso wie wir eben auch schon oft in Frauenkreisen gesessen haben oder auch natürlich in gemischten Kreisen und genau danach geforscht haben. Und dann bringen wir all unsere Kompetenzen zusammen. Und das Wundervolle natürlich an dem Projekt ist, dass wir das auch dann filmisch umsetzen. Das heißt, wir lassen auch ganz viele andere Menschen daran teilhaben. Genau, ich habe gerade so überlegt, vielleicht ist es eine schöne Idee, wenn wir uns immer mal wieder hier treffen und so eine Zwischenbilanz ziehen. Nicht? Wenn wir einige Projekte kennengelernt haben und überschäumen vor Begeisterung oder so und uns die mal so ein bisschen hier so zusammenfassen, wie wir die erlebt haben. Was hältst du davon? Ja, finde ich total schön. Machen, ne? Und was wir ja auch gerade feststellen, ist halt diese Vernetzung, das hat ja auch lange nicht so stattgefunden, dass wir uns auch außerhalb unserer biografischen Kreise irgendwie vernetzt haben. Und das ist ja das Schöne auch an dieser Zeit, dass es so viel Vernetzung gibt. Total. Und man führt so tolle Gespräche mit Menschen, mit denen man vorher nie zusammengekommen wäre. Und ich glaube, das ist auch das Schöne dann an der Reise, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, eben wirklich mit diesem einen Thema so viele verschiedene Personen, so viele verschiedene Frauen zu sprechen und sammeln. Genau. Und dann entsteht daraus was und was auch immer dann am Ende ist. Und wem immer man begegnet, begegnet man sich mit so mit Freude, weil die alle spüren, oh, wir kommen mit Achtung und mit Respekt für das, was sie da tun. Genau. Und es geht halt viel mehr als um, wie kommen wir jetzt aus dieser C-Krise wieder raus, sondern es geht halt viel mehr, wie kommen wir jetzt wirklich in diese Welt, die wir gerne alle hätten. Ja, diese Welt der Liebe. Und es sind so unglaublich viele Facetten. Wir haben ja schon einige Projekte uns angeschaut oder es ist auch schon einige Themen angestoßen. Und das ist so aufregend zu sehen, wie viele Facetten gibt es? Oh, was ist das für eine tolle Idee? Und was ist das für eine tolle Idee? Und mein Gott, sind die schon weit? Oh Gott, so, dass man so bewundert davor steht und denkt, wow, und da sind die schon jahrelang dabei und keiner hat euch gesehen? Ja. Das ändern wir jetzt. Wir sehen euch. Ne? Genau. Da freue ich mich total drauf. Wir machen uns sichtbar. Gibt es schon ein oder zwei Projekte, über die du schon reden möchtest? Ja, ist ja so ein bisschen, schwierig tatsächlich, weil man ja immer nicht weiß, was am Ende wirklich passiert. Also ein ganz großes Idol, da bin ich gerade dran, den Kontakt zu knüpfen und es könnte sein, dass es klappt, ist Tamera. Die Sabine Lichtenfels ist halt eine meiner großen Vorbilder und es könnte sein, dass wir sie treffen. Erzähle uns von Sabine Lichtenfels. Ja, Sabine Lichtenfels ist eine unfassbar tolle Frau, sie nennt sich selber Friedensforscherin, das ist sie auch. Bei ihr geht es eben auch viel darum, wie können wir uns als Mann und Frau wieder begegnen auf eine ganz andere Art und wie können wir in dieser neuen Liebesbeziehung eben auch da, wie führt es dazu, dass es auch vielleicht keine Kriege mehr gibt. Ah ja. Ja, also dieses wirklich nach dem
allumfassenden Frieden zu forschen. Und das macht sie seit vielen Jahren, seit den 80er Jahren im Grunde schon, und hat dann ein schönes Projekt in Portugal aufgebaut, Tamera. Da will ich gar nicht so viel sagen, weil das, wenn das klappt, das wäre genial. Werden wir sehen. Und wen wir auch treffen, ist die Sabine Langer. Noch eine Sabine. Sabine Langer. Ich kann diesen Namen nicht sagen, ohne zu strahlen. Was für eine wunderbare Frau. Auch eine ganz tolle Frau und Aktivistin, die ich erst kürzlich kennengelernt habe, die ja auch sofort bei mir Feuer gefangen hat und wo auch klar war, dass wir sie auf jeden Fall zeigen werden. Sie hat ja unter anderem das Projekt Menschlich Wirtschaften. Und da ist natürlich auch dieses Quellbewusstsein, was in uns beiden auch ist, ist bei ihr eben auch zu finden. Und sie werden wir treffen und es wird aber noch viele andere Frauen, spirituelle Frauen, aber auch nicht so spirituelle Frauen. Also wir werden eben schon Menschen zeigen. Aber die Idee von allen Frauen ist, glaube ich, wenn ich das so zusammenfassen kann, ist, wir möchten einfach ein friedvolles, wertschätzendes Miteinander haben und wir lassen jeden genau da, so wie er ist, und wir schauen, wie wir trotzdem zusammen einen Weg finden, der für uns passt. Und wie gehen wir natürlich anders mit unserer Umwelt und mit unseren Tieren um? Das steht natürlich auch ganz mit oben mit dabei. Ne? Es gibt auch ein ganz großes Bedürfnis von Frauen danach, mit dem, was sie sind, wie sie sind oder wie sie denken oder manchmal auch mit ihren Projekten gesehen zu werden. Weil wenn ich jetzt so in meinem Kreis darüber geredet habe, dass wir uns heute hier treffen und was wir so vorhaben, da sehe ich wirklich bei ganz vielen Frauen so eine Sehnsucht. Mhm. So diese Sehnsucht, frag mich doch auch, ob ich mitmachen darf, bitte frag mich doch auch so, nicht? Und dann denke ich, mein Gott, was haben wir lange übersehen, was uns fehlt, wie unsichtbar wir geworden sind und wie leise wir auf einmal geworden sind. Dann glaube ich, dass es eine richtig wichtige und wertvolle Arbeit sein wird, abgesehen davon, dass wir Spaß wie Bolle haben werden. Ja. Und was mir natürlich ein absolutes Herzensthema ist, ich möchte so wenig wie möglich Frauen verlieren auf dem Weg in diesen menschlichen Wandel, weil es gibt wirklich viele Frauen, die unter der Situation aktuell, aber auch schon früher sehr, sehr still gelitten haben. Das hast du ja auch gerade nochmal so schön gesagt, dieses leise Werden. Und wir sehen einfach, dass es viele Suizidversuche gibt und es bleibt bei einigen nicht bei den Versuchen. Und ich möchte, habe da ein ganz großes Anliegen, da vielen Frauen einfach wieder Mut zu machen. Dann machen wir das, ne? Sandra? Ja, unbedingt. Schön, dass ihr dabei seid. Wir machen das.